تفضل. Richtig. Was ist aber, wenn du am Leben bist und Yom HaKiyama kommt und du nicht im Grab warst, hast du dann die Strafe im Grab übersprungen? Ein jeder bekommt ein Grab. Auch wenn er im Meer gestorben ist. Auch wenn er aus dem Flugzeug gestürzt ist und seine Leichenteile überall verstreut liegen. Ein jeder bekommt ein Grab. Wie? Allahu a'lam. Denn das ist die Prüfung, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha. Wahrlich, diese Umma wird geprüft in ihren Gräbern. Und das gilt für alle. Das gilt für alle. Die Fragen im Grab sind für einen jeden Menschen. Na, wa fika barakallah. Tafaddal.